für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich lese Ihnen mal vor, was ein tapferer Oppositionspolitiker hier an diesem Pult vor etwa einem Jahr der schwarz-gelben Regierung entgegengeschleudert hat. 25% der Beschäftigten in Deutschland arbeiten in sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen. Jeder zweite neu zu besetzende Arbeitsplatz ist befristet. Wir reden in Deutschland nicht nur über Altersarmut. Wir reden auch über Jugendarmut, Familienarmut, die Armut von Alleinerziehenden. Früher galt in unserem Land, Fleiß und Anstrengung lohnen sich. Heute führt nicht Leistung zum Aufstieg, sondern Beziehungen, Herkunft, Vermögen, im Zweifel Erbschaften. 80% der Gemeinwohllasten werden heute von den ganz normalen Menschen getragen. Nur 12% der Gemeinwohllasten tragen die Einkommensbesitzer von Kapital und Vermögen. Soweit die Anklage. Tja, der tapfere Oppositionspolitiker ist heute Wirtschaftsminister, redet von sozialer Marktwirtschaft, redet von guten Löhnen. Herr Gabriel, das ist vollkommen unglaubwürdig. Was wollen Sie an den hier kritisierten Verhältnissen in der Substanz wirklich ändern? Gar nichts wollen Sie ändern, wenn ich Ihren Koalitionsvertrag richtig gelesen habe. Sachgrundlose Befristung verbieten, Fehlanzeige, Werkverträge, Leiharbeit, nichts als heiße Luft. Nach 9 Monaten soll es gleiche Bezahlung geben. Ja, so lange ist nur leider kaum einer im Unternehmen. Kinderarmut, Altersarmut, die Verbesserungen bei der Rente, die Sie ja machen, aber an den wirklich von Altersarmut Bedrohten oder Betroffenen gehen die komplett vorbei. Oder gar Vermögenssteuer, höherer Spitzensteuersatz für Reiche, Gott bewahre. Und jetzt werden Sie hier den Macher spielen, Herr Gabriel. Ist Ihre Politik in Wahrheit jämmerlich, weil Sie alles fortsetzen, was vorher der Fall war? Und jetzt erzählen Sie uns was von Beschäftigungsboom. Und Sie erzählen uns was von fröhlichen Konsumenten. Das ist wirklich sehr originell. Als uns Herr Rösler das Gleiche erzählt hat, sahen die Ergebnisse so aus. 0,7% Wachstum 2012 und 0,4% 2013, also Stagnation. Und selbst die wäre ohne den riesigen Exportüberschuss nicht möglich gewesen. Aber jetzt soll ja die große Konsumwelle auf Deutschland zurollen. Nun habe ich ja mit Zustimmung zur Kenntnis genommen, dass Sie die Tarifforderungen zum Beispiel auch von Verdi unterstützen. Ich hoffe, das ist nicht nur Dampfplauderei, weil wenn es tatsächlich Koalitionsposition ist, dann müssten ja diese Verhandlungen relativ schnell zum Abschluss kommen. Das wäre ohne Zweifel gut. Allerdings reicht es nicht. Es ist doch kein Zufall, dass exakt seit der Agenda 2010 in Deutschland der Konsum stagniert. Im Dezember letzten Jahres, ja, gucken Sie sich doch die Einzelhandelsumsätze an. Ja, es steigen die Ausgaben für Lebensmittel, für Energie, für Mieten. Aber der Einzelhandel stagniert und ist im letzten Dezember sogar wieder eingebrochen. Und das nicht, weil sich Menschen in Deutschland, weil sie keine Lust mehr haben, sich Geschenke zu Weihnachten zu machen, sondern der Einzelhandel stagniert, weil die Lohnentwicklung nach wie vor mies ist. Und das letzte Jahr war eben kein positives Beispiel. Der Einzelhandel stagniert, weil die Rentenentwicklung nach wie vor miserabel ist, weil seit Jahren die Rentenerhöhungen noch nicht einmal die Inflation ausgleichen. Und es ist natürlich auch so, dass die explodierenden Strompreise, die Sie ja durchaus nicht absenken wollen, natürlich einen großen Teil des Haushaltsbudgets wegfressen. Das heißt, es liegt letztlich daran, dass die Leute schlicht nicht mehr genug Geld im Portemonnaie haben, um sich den Konsum leisten zu können, den sie sich liebend gerne leisten würden. Und daran wird sich nichts ändern, solange sie an Leiharbeit, an Werkverträgen, an Hartz IV und an Rentenkürzungen festhalten. Und ich sage Ihnen auch beim Mindestlohn. Wir brauchen nicht löchrige 8,50 Euro irgendwann, sondern wir brauchen endlich 10 Euro die Stunde, und zwar sofort und flächendeckend. Das ist das, was auch dem Maßstab unserer europäischen Nachbarländer entsprechen würde. Auch die Investitionen sollen ja plötzlich brummen, sagt Herr Gabriel. Man fragt sich nur, warum. Etwa seit der Jahrtausendwende investieren deutsche Unternehmen deutlich weniger als ihre Wettbewerber. Und das, obwohl die Gewinne gerade großer Unternehmen wegen Lohndrückerei und Steuerentlastungen sprudeln wie nie zuvor. Aber was haben denn diese Unternehmen mit den ganzen geschenkten Milliarden gemacht?
Sie haben jährlich etwa viermal so viele Dividenden ausgeschüttet als in den 90er Jahren üblich. Sie haben die Gehälter Ihres Top-Managements hochgetrieben und Sie haben über 300 Milliarden Barreserven gebunkert. Das heißt, das ganze geschenkte Geld ist direkt auf die Konten der oberen 10.000 geflossen. Mästung der Millionäre zu Lasten von Beschäftigten und öffentlichen Einnahmen. Das war die Politik der Bundesregierung. Und genau diese Politik setzen Sie fort, Herr Gabriel. Und auch die öffentlichen Investitionen, von denen Sie geredet haben, die sind doch seit Jahren auf einem Tiefstand. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat im letzten Jahr vorgerechnet, dass die öffentliche Hand 80 Milliarden Euro mehr investieren müsste im Jahr, um wenigstens den Verschleiß der öffentlichen Infrastruktur auszugleichen, Straßen, Schienennetze und so weiter. Jetzt kündigen Sie fröhlich mehr öffentliche Investitionen an. Ja, angesichts der steuerpolitischen Entscheidung der Großen Koalition fragt man sich da allerdings, haben Sie neuerdings eine Maschine zum Gelddrucken? Oder wer soll es bezahlen? Vielleicht die Autofahrer am Ende über die Maut? Immerhin die kleinen Leute abzukassieren, weil man sich an die Millionäre und Großverdiener nicht rantraut. Das war schon der gemeinsame Nenner der letzten Großen Koalition. Aber eine solche Politik kann nur in die Stagnation oder in Schlimmeres führen. Das erleben wir ja europaweit. Der Ökonom Paul Krugman hat vor kurzem festgestellt, dass Europa heute eine schlechtere Wirtschaftsentwicklung vorzuweisen hat als nach der großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Und wer dafür verantwortlich ist, sagt er auch, und zwar in ziemlich deutlichen Worten, ich zitiere Krugman: Es stimmt schon, harthäutige, starrköpfige Konservative haben die Politik bestimmt. Aber ermutigt und begünstigt worden sind sie von rückgratlosen, wirrköpfigen Politikern der gemäßigten Linken. Rückgratlose, wirrköpfige Politiker, das ist das Urteil des Wirtschaftsnobelpreisträgers Krugman über Leute wie Sie, Herr Gabriel. Und nun habe ich ja zur Kenntnis genommen, Herr Gabriel, dass für Sie jemand, der zum Beispiel die EU-Kommission eher für einen Hort des Wirtschaftsliberalismus und Wirtschaftslobbyismus als für ein blühendes Beispiel funktionierender Demokratie hält, dass das in Ihren Augen ein Antieuropäer ist. Aber da muss ich Sie ja wirklich bemitleiden, Herr Gabriel, weil Sie ja von Antieuropäern in diesem Sinne offensichtlich geradezu umzingelt sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, die Herren Habermas, Niederrümelin und Bofinger haben im letzten August einen Aufsatz verfasst, nachdem sie sich mit Ihnen unterhalten haben, und in dem hieß es, dass die Entwicklung Europas als, Zitat, Umwandlung der sozialstaatlichen Bürgerdemokratie in eine marktkonforme Fassadendemokratie zu kritisieren ist. Fassadendemokratie. Und dieses europafeindliche Machwerk hat die SPD bis heute auf ihrer Webseite stehen. Also nicht nur in der Linken, Herr Gabriel, offensichtlich auch in Ihrer Partei lauern die Europafeinde. Und die waren es wahrscheinlich auch, die Jürgen Habermas zu ihrer letzten Klausur eingeladen haben, wo er ihnen ziemlich deutlich gesagt hat, was er von ihrer Europapolitik hält. Europa umarmende Sonntagsrhetorik sei das. Während sie gleichzeitig, ich zitiere Habermas, eine strikt anlegerfreundliche Politik betreiben, um den Preis der politischen Entwürdigung ganzer Völker und ihres sozialen Absturzes. Europäische Völker entwürdigen und in den sozialen Absturz treiben und gleichzeitig die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit immer neuen Milliardenlasten belasten zur Rettung von Banken und Anlegern. Das ist offensichtlich in Ihren Augen, Herr Gabriel, eine proeuropäische Politik. Also da kann ich nur sagen, wenn Europa solche Freunde hat, dann braucht es keine Feinde mehr. Die Linke jedenfalls wird ihre Europapolitik für Banken und Millionäre auch in Zukunft vehement widersprechen. Und das Gleiche gilt für ihre Wirtschaftspolitik, die nichts daran ändern wird, dass dieses Land sozial und wirtschaftlich immer tiefer gespalten ist. Michael Fuchs ist der nächste Redner.